Minos herrschte über die Insel Kreta und entstammte einem recht angesehenen Geschlecht. Er war der Sohn der Prinzessin Europa mit Zeus, dem Herrscher des Olymps. Der Gott verwandelte sich in einen weißen Stier und es gelang ihm, die Jungfrau zu entführen und auf die Insel Kreta zu bringen. Das Paar hatte drei Söhne, Minos, Rhadamanthus und Sarpedon, die die Insel Kreta erben sollten. Minos gelang es, sich über seine Brüder hinwegzusetzen und die Krone der Insel Kreta für sich allein zu beanspruchen. Die Insel lag an einer strategisch wichtigen Route im Mittelmeer, die dem Königreich große Gewinne aus dem Handel mit verschiedenen Völkern einbrachte. König Minos nutzte seinen enormen Reichtum, um den großen Palast von Knossos zu bauen. Für den Bau seines prächtigen Palastes holte er sich die Hilfe eines brillanten athenischen Architekten und Erfinders namens Daedalus. Trotz der enormen Entwicklung seines Reiches war Minos während seiner Herrschaft ein umstrittener König. Um seine Macht zu festigen, bat Minos die Götter um Hilfe. Der König bat den Gott Poseidon, ihm einen Stier zu schicken, der zu Ehren des Meeresgottes geopfert werden sollte, um zu zeigen, dass die Götter auf seiner Seite waren. Poseidon erfüllte die Bitte des Königs und ließ einen prächtigen weißen Stier aus dem Meer steigen. So schön wie der, in den sich Zeus verwandelt hatte, um Europa zu entführen. Minos war erstaunt über die Größe des Tieres und beschloss, es nicht mehr zu opfern, sondern es als Zuchttier in seine Herde aufzunehmen und so eine Rasse von überlegenen Rindern zu schaffen. Der König entschied sich, einen gewöhnlichen Stier aus seiner Herde zu opfern, anstatt den, welchen Poseidon ihm angeboten hatte. Das verärgerte den Gott des Meeres, der das Tier zu seinem eigenen Ruhm hergegeben hatte. Poseidon konnte nicht zulassen, dass eine solche Missachtung der Götter ungestraft blieb. Der Gott verwandelte den Stier, den er geschenkt hatte, in ein zorniges und unbezähmbares Tier. Er richtete im Reich des Minos großen Schaden an und versetzte die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Doch seine Rache war noch nicht vollendet. Mit Hilfe von Aphrodite sorgte Poseidon dafür, dass Pasiphae, Königin und Ehefrau des Minos, sich in den Stier verliebte. Die Königin versuchte, sich dem schönen Stier zu nähern, doch dieser wies ihre Annäherung zurück. Von ihrer Leidenschaft für das Tier hingerissen, bat sie Daedalus, ihr zu helfen, den großen Stier zu verführen. Der geniale Erfinder kam auf eine ungewöhnliche Idee. Er schuf eine Nachbildung einer Kuh aus Leder und Holz mit einer Kammer, in der Pasiphae untergebracht werden sollte. Auf diese Weise gelang es der Königin, sich mit dem Minos-Stier zu vereinen. Aus dieser abscheulichen Vereinigung ging der Minotaurus hervor, eine Kreatur, die halb Mensch und halb Stier war. Die Geburt des abscheulichen Tieres bereitete der König Minos große Schande. Als der Minotaurus heranwuchs, war seine bestialische und gewalttätige Natur nicht mehr zu kontrollieren. Minos befahl Daedalus, ein riesiges Labyrinth zu errichten, in dem der furchterregende Minotaurus gefangen gehalten werden sollte. Dieses Labyrinth wurde zur Behausung einer der abscheulichsten Kreaturen der griechischen Mythologie, die mit Menschenopfern gefüttert wurde. Doch der Schrecken, den das Ungeheuer von Minos auslöste, fand seinen Untergang, als es mit einem gewaltigen Gegner namens Theseus konfrontiert wurde.